Nee, kein Problem. Sehr gut. Passt jetzt soweit alles für dich oder hattest du noch Fragen, irgendwas noch hinzuzufügen? Weil dann würde ich jetzt gleich einfach in den Case-Modus gehen und Frage für Frage abarbeiten. Nein, können wir gerne machen. Super. Sehr cool. Also E-Tracker, Deep Journey für eure Analytics-Plattform. Ich hatte dir ein paar Fragen vorweggeschickt und würde die jetzt einfach eins zu eins durchgehen. Und die eine Frage war, wenn wir uns von Anfang an anschauen, wir haben uns letztens das erste Mal getroffen, Olaf, war einfach die Frage im Bereich Direct Sales und Sales Teams, wie habt ihr gearbeitet, bevor ihr mit Comics angefangen habt zu arbeiten? Was war so die Tätigkeit für dein Team und deine Sales-Leute im Bereich Lead Generation? Und wie habt ihr einfach grundsätzlich das Lead Gen-Problem probiert zu lösen, bevor Comics da waren? Also wir haben schon sehr, sehr stark davon profitiert, dass eTracker eine hohe Bekanntheit hat und wir ein sehr hohes Maß an Anfragen über die Webseite oder eben direkt durch Kontaktaufnahme generiert haben. Ebenso wie relativ viel, also wir haben ja einen relativ hohen Anteil auch an Agenturpartnern, die mit uns zusammenarbeiten und dort eben auch entsprechende Anfragen und Leads an uns übermitteln. Daneben haben wir schon immer auch relativ stark mit Veranstaltungen und Messen wie einer Demexco gearbeitet, wo eben natürlich dann auch entsprechende Leads generiert wurden. Lediglich das Thema jetzt wirklich systematisch outbound zu betreiben, das hat bislang eben eher weniger stattgefunden, natürlich so ein bisschen sporadischer oder durch Einzelaktionen getrieben, wo Vertriebsmitarbeiter dann schon auch zum Telefon gegriffen haben und das auch eben tun. Aber da eben dann schon mit, wenn nicht gerade jetzt in irgendeiner anderen Form, da auch schon irgendwie ein etwas warmerer Kontakt, da war, natürlich mit einem sehr, sehr hohen Aufwand, um überhaupt den richtigen Ansprechpartner da zu ermitteln und geschweige denn eben mit ihm in Kontakt treten zu können. Ja. Das war noch so die nächste Frage. Hast du mit deinem Team vielleicht auch mal darüber gesprochen? Was waren da so die Frustrationen? Ne? Also was waren da einfach so die Sachen, die echt genervt haben im Bereich Cold Acquisition? Was hattest du da so für Erlebnisse oder dein Team? Ja, also dass natürlich enorm viel Energie darauf verwendet wird, überhaupt an den richtigen Ansprechpartner zu kommen. Das hat sicherlich auch in unserem Umfeld nochmal eine besondere Erschwernis, weil eben diese digitale Verantwortlichkeit, wer ist jetzt eben für Webanalyse, Webcontrolling auf der Webseite zuständig. Das ist auch nicht so ganz klar definiert oder ist in vielen Unternehmen sehr unterschiedlich auch aufgehängt. Insofern, den Ansprechpartner zu ermitteln und ja, da dann durchzudringen, weil die natürlich eben auch andere Dinge zu tun haben, als eben mit Vertriebsmitarbeitern zu telefonieren. Ja, das frustriert dann natürlich, dass irgendwie 90% der Energie darauf verwendet wird, überhaupt in eine Kontaktaufnahme mit den richtigen Ansprechpartner zu kommen. Ja, okay. Ja, kennen wir sehr gut, hören wir sehr, sehr häufig. Das ist noch eine meiner Lieblingsfragen. Wo habt ihr von Comics zuerst gehört und was hat euch an uns interessiert? Das ist jetzt, ich glaube, wart nicht ihr auf uns zugekommen? Das kann gut sein, ja. Also, ich glaube zumindest mich nicht entsinnen zu können, dass wir jetzt aktiv auf die Suche gegangen wären, sondern sich das irgendwie in die andere Richtung ergeben hat. Und
ja, wir uns natürlich eben der richtige Zeitpunkt oder eben diese beschriebenen Schwierigkeiten eben existierten oder der Wunsch, das eben zu verändern und da ein bisschen systematischer die Sales Pipeline zu füllen. Mhm. Cool, okay. Und also vielleicht nochmal retrospektiv, wir waren ja eine Weile in Kontakt. Was war nachher der Grund, dass ihr euch entschlossen habt, wirklich mit Comex zu starten? Was war so der letzte Faktor, wo ihr gesagt habt, ja, das machen wir jetzt? Naja, also neben sozusagen der reinen der Aussicht, dass hier ein System existieren kann, was unser Problem adressiert, letztlich eben auch eine, wir haben uns ja auch hier vor Ort getroffen und es ist auch wichtig, da das Gefühl zu haben, jemanden auf der anderen Seite zu haben, der einen ernst nimmt und mit dem man Lust hat, zusammenzuarbeiten. Also excellent salespeople. Und ja, also zumindest, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass versteht das Geschäft, worum es geht und ja. Okay. Ja, cool. Wie würdest du dann, nachdem wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, du hast ja viel auch mit Chris zusammengearbeitet, der bei uns den Prozess macht, könntest du beschreiben, wie das so ist, mit uns zu arbeiten und auch, was ist so der Bereich, wo du sagst, okay, das hat mir jetzt wirklich viel Value gegeben in irgendeiner Form. Das war so der Bereich, der ansprechend war, beziehungsweise wo du gesagt hast, jo, das ist schon gut, was hier passiert. Also zum einen ist es natürlich so, dass die Resultate zählen. Zum anderen finde ich schon sehr angenehm, dass ein sehr systematisches und proaktives Miteinander herrscht. Das heißt, Termine werden wahrgenommen. Ihr geht sehr systematisch proaktiv auf uns zu, um da Feedback-Gespräche abzuhalten, um gemeinsam da drüber zu gucken, eine Optimierung zu fahren, sodass wir eben nicht dieses Gefühl haben, hier wird nur irgendeine Lösung hingestellt und dann macht mal und guckt, wie ihr damit klarkommt, sondern dass wir eben hier sehr gut an die Hand genommen werden und betreut werden. Cool, okay. Also Proaktivität habe ich untergeschrieben und einfach regelmäßiges Feedback und Self-Service, ja? Also ihr bekommt das, was ihr braucht von uns. Genau, und das, mein Eindruck ist, dass da eben das mit System auch betrieben wird und nicht irgendwie, länger nichts von E-Tracker gehört, dann lass uns doch mal wieder da anrufen, sondern da habe ich zumindest das Gefühl, dass das eine sehr gute Systematik dahinter ist. Lass uns schauen, neben dem Support und den ganzen Soft Factors zu Resultaten. Was würdest du bisher sagen, waren die Resultate mit Comex? Und wie würdest du so die Transformation beschreiben von Comex noch nicht da, letzten Sommer, zu Comex up and running Ende 2018 bis heute? Also rein qualitativ ich kriege ja auch durchaus in meinem Postfach und über verschiedenste Quellen Anfragen diversester Art und muss sagen, dass ich sehr, sehr zögerlich bin, darauf zu reagieren. Insofern bin ich auf jeden Fall sehr angenehm jetzt nicht direkt überrascht, aber zumindest doch davon angetan, dass entsprechende positive Resonanz erfolgt. Das heißt,
eben Interessenten, Angesprochene reagieren eben tatsächlich und sind bereit, da in einen Dialog zu treten. Ja. Und diejenigen und der Anteil, diejenigen, die das irgendwie als störend empfinden und das auch so äußern, das ist ja wirklich eben verschwindend gering. Ja, so dass man eben wirklich sehen kann, das ist ein Weg, um ja dann eine systematische Quelle an Leads zu generieren, und da waren eben sehr, sehr gute Kontakte und Gespräche dabei, bis hin zu eben konkreten Geschäftsanbahnungen. Ja. Okay, das freut uns sehr zu hören. Gibt es andere Resultate innerhalb vielleicht auch von deinen Kollegen, wo du sagen würdest, das wäre noch relevant? Was für andere Veränderungen haben sich eingestellt? Gut, ich könnte mir vorstellen, aber das kann ich jetzt auch noch nicht so richtig fassen, aber ich würde bei mir einfach zumindest eben sehen, dass jawohl ein durchaus eben proaktives nach außen hin rausgehen funktioniert, und ich kann jetzt nicht, also insofern ist das einfach eine eben, also in vielen Fällen haben wir sonst eher mit Aktionen, mit Einzelaktionen und Kampagnen zu tun, wo man eben sieht, dass das funktioniert. Und jetzt haben wir irgendwie eine Messe oder ein Webinar oder sonstige Veranstaltungen gehabt, die waren irgendwie toll. Und dann können wir uns erfreuen. Aber es ist natürlich viel wichtiger, nachher etwas zu finden, was entsprechende Langfristwirkung und kontinuierliche Wirkung hat. Ja, okay, verstehe. Das heißt, das ist auch interessant, weil würdest du sagen, dass wir das vorher einfach nicht so, also es war sehr kampagnengetrieben, sehr eventgetrieben, und jetzt die Kontinuität sorgt einfach für auch mehr Vorhersehbarkeit in gewissen Bereichen? Absolut, ja. Also wir haben uns natürlich schon immer mit Sales insbesondere hier zusammengesetzt, was können wir jetzt als nächstes machen und was sind Veranstaltungen und Themen, die irgendwie anstehen, und insofern war es halt immer Aktionen anschieben, durchführen und dann Resultate ernten und dann sozusagen halt wieder die nächste Aktion anschieben. Cool, okay. Das ist interessant. Mhm. Wichtige Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass du Comics für ähnliche Geschäftsmodelle wie eures oder ähnliche Vertriebsstrukturen wie eures weiterempfehlen würdest? Und warum sollte jemand direkt mit uns starten? Also ich habe es tatsächlich auch schon weiter empfohlen. Mhm. Oder ich wurde kontaktiert von jemandem, der euch einsetzt will oder jetzt auch tut wahrscheinlich. Oder das ist zumindest meine Rückmeldung. Also aus den genannten Gründen. Also ich kann nur sagen, die Zusammenarbeit ist sehr, sehr angenehm und konstruktiv, und die Resultate eben sprechen ja auch für sich. Cool. Also es ja. Das ist eine schwierige Frage. Gerade wenn man erst so lange dabei ist, wie ihr jetzt bekommt. Hast du dir mal angeschaut, was so der ROI von Comics sein könnte? Im Sinne von Pi mal Daumen, wie viele Meetings generiert, wie viele neue Deals könnten in der Pipeline sein? Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich könnte aber bei uns reinschauen, wobei ich jetzt, also wir haben ja schon auch eine durchaus häufig längere Zeit der Entscheidung und Gespräche, aber ich habe irgendwie
vergangene Woche darauf basierend ein Vor-Ort-Gespräch gehabt, hier sogar in Hamburg. Es ist ja mitunter lustig, dass man über viele Umwege gehen muss, um relativ nah entfernt eben ins Gespräch zu kommen. Und wir reden hier über ein sehr, sehr attraktives Geschäft, was sich was konkret zumindest in der Gestalt da ist, dass aktuell unsere Lösung getestet wird. Ja, cool, okay. Weil es Signalized ist, getestet wird, oder? Genau. Ja, cool, okay. Ist das so in dem Bereich, dass wenn es zu einem Abschluss kommt später, dass dann die Laufzeitkosten jetzt derzeit bekommen, jetzt werden die getragen von so einem Deal? Ist das so in der Größenordnung? Ja. Okay. Das wäre dann ja, wenn es klappt, dann wäre der ROI da. Genau. Okay. Genau. Also da muss man natürlich noch sehen, wie ist die Quote, oder aber generell, ja, also dadurch, dass wir jetzt ja eben im Bereich Signalize, kann ich jetzt nur so ein bisschen, also wir haben ja schon so ein Geschäftsmodell auch in petto und wissen, in welche Größenordnung das dann gehen wird, und da reden wir halt schon so ein Volumen, wo das sehr gut möglich ist, das zu realisieren. Ja, okay. Super, das freut uns sehr.